Hallihallo Leute, heute machen wir wieder ein bisschen was an der Harley. Und zwar habt ihr vielleicht in meinem letzten Video gesehen, ich habe mir eine Sissi Bar besorgt, eine abnehmbare. Nehme euch mal mit rüber hier. So, der ganze Spaß kommt natürlich so hier irgendwo dran, die beiden Schrauben von den Struts oder alle vier Schrauben von den Struts müssen raus. Und dann gibt es da so ein Montagekit zu. Und ja, genau dieses Montagekit werden wir jetzt anbauen. Und dann werden wir die Sissi Bar da drauf stecken. Und dann hoffe ich, bin ich in 5 Minuten wieder drin. Also, ich wollte gerade sagen, ich packe jetzt mal aus. Und dann geht es weiter. Aber nein. Wir packen zusammen aus, so, fertig, ausgepackt. Ja, seht ihr, ist also wirklich nicht viel. Da ein bisschen Kleinscheiß hier, ein paar Hülsen, 4 Hülsen, 4 Schrauben. Und ganz wichtig, Katzenaugen, 2 Stück. Ich habe keine Ahnung wofür, ich werde sie nicht brauchen, nicht benutzen. Ja, ich drehe jetzt mal die alten Schrauben raus, die neuen rein. Guck mal, was ich hier im Werkzeug brauche. Und dann sehen wir mal weiter. Machen wir das eben drauf. Und wir sehen uns gleich. Ihr drückt auf Daumen nach oben und auf Abo und auf Babo. Und wir sehen uns gleich. So Jungs, Werkzeuge, die ihr braucht. Als allererstes brauchte ich einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Kreuzschlitzschraube festzuziehen. Das Rückenpolster ist natürlich einzeln, muss man ja extra kaufen. Ne? Also Rückenpolster, nur der Vollständigkeit halber, Polster extra kaufen, Sissi Bar extra kaufen, Befestigungskit, hier Montagekit, Schrauben, Hülsen und so weiter extra kaufen. Ja, wenn ihr alles gekauft habt, ich meine, gut, hat natürlich den Vorteil, ihr könnt Kissen dran schrauben, was ihr wollt, gibt da verschiedene Designs. Ich habe mich für so ein ganz stinknormales entschieden. Kann jeder machen, wie er will. So, also wie gesagt, Kreuzschlitz, Schraubendreher, Schraube festziehen. Dann braucht ihr für die originalen Strut-Schrauben eine 45er Torx-Nuss und eine Knarre. Ne? Passt schön, könnt ihr losschrauben. Dann braucht ihr für diese Schrauben, die im Montagekit dabei sind, die sind natürlich was länger als die originalen wegen den Hülsen, die ihr ja damit festschrauben müsst. Hierfür braucht ihr einen Imbusschlüssel, allerdings keinen metrischen, sondern, ich muss mal ablesen, ein 7/32. Ne? 7/32, also ein 7/32 Imbusschlüssel Zoll für diese Schrauben. Den müsst ihr euch besorgen. Ich habe tatsächlich auch nur so ein Hiwi-Werkzeug hier. Bei meinen vernünftigen Winkel-Imbusschlüsseln ist leider kein 7/32 dabei. Aber nun denn, ich werde das trotzdem losbekommen oder festbekommen vielmehr. Ich lege jetzt mal die Sissi Bar hier an der Seite. Auf die Honda drauf. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Der 45er Torx-Nuss eine Seite schon mal zu lösen. So, dann gibt es hier Hülsen einmal mit so einem kleinen Schlitz drin. Und einmal Hülsen, ja, solche halt, die mit dem kleinen Schlitz, die kommen mit dem Schlitz nach außen, sprich so, und vorne dran. Da wird nachher die Sissi Bar vorne so reingeschoben. So, jetzt schmeiße ich hier eine Schraube schon auf den Boden.
laut's. So, jetzt hat natürlich hier so ein Hiwi-Imbusschlüssel immer so das Problem. Ich habe Angst, dass ich die rund mache. Also schön vorsichtig. So, fester geht nicht. Jedenfalls nicht ohne die rund zu machen. Solltet ihr eure originalen Blinkerleuchteneinheiten hinten dran haben, diese riesigen Dinger, müsst ihr euch was einfallen lassen. Da gibt es dann so ein Montagekit, dass ihr die nach hinten setzen könnt, weil das wohl sonst schlecht vorbeipasst. Also entweder müsst ihr die nach hinten setzen, oder ich habe auch schon Leute gesehen, die haben an der Sissi-Bar ein bisschen abgeschliffen, damit das vorbeipasst. Auf jeden Fall müsst ihr euch da was einfallen lassen. Ich lasse mir jetzt erstmal nichts einfallen. Ich will hoffen, dass das so passt, weil ich ja gar nicht die Originalen habe. Ich habe die kleinen Kellermänner. Und habe dabei die Hoffnung, dass das so passt. Werden wir dann gleich sehen. Probieren wir aus. Dafür seid ihr hier mit am Start. So. Auch dran die Hülse, war kein Hexenwerk. Selbe Geschichte auf der anderen Seite. Auch wieder die eine Schraube raus. Jetzt habe ich die hintere, da brauche ich die Hülse. Die Hülsen haben einmal so eine ein bisschen versenkte Seite und eine glatte Seite. Die Schrauben kommen in die glatte Seite rein. Nur mal so am Rande erwähnt. Solltet ihr die glorreiche Idee haben, beide Schrauben gleichzeitig loszudrehen, müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass von innen der Gegenhalter nicht abfährt. Deswegen am besten eine Schraube nach der anderen. Oder ihr müsst halt reingreifen und das festhalten. Da ist so ein Blech drin, da sind quasi die beiden Gewinde, die beiden Muttern oder wie auch immer man, ja, Gewinde glaube ich trifft das besser, die beiden Gewinde mit dran, wo ihr die Schrauben reinzieht. Dieses Blech ist lose, wenn jetzt beide Schrauben raus sind, kann dieses Blech halt mit den Gewinden auf dem Reifen liegen, weil das abgefallen ist. So. Auch fest. Eine noch. Hier habe ich übrigens meine dicke Tasche dran, da ist das so ein bisschen schwieriger dran zu kommen. Ich möchte aber die Tasche nicht vermachen. Aber alle die, die hier keine große Tasche dran haben, haben da keine Probleme mit. So, Schraube raus zu den anderen. Auch hier wieder letzte Hülse, Schraube rein, fertig. Natürlich extrem blöd jetzt hier wegen meiner Tasche. Kann ich jetzt so Achtelumdrehung für Achtelumdrehung machen. Mehr ist hier drin. Aber was soll ich sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Also, 7/32 Imbusschlüssel steht schon mal auf meiner Wunschliste. Wenn einer einen über hat, ne, bringt ihr mal mit nach Mutter Vogel. Bin ich für zu haben. Meine Güte, ist das eine Pisse. Also wenn du nicht das richtige, wenn du kein gutes Werkzeug hast, die ganze Schrauberei hat Spaß. So ist das. So ist das bei der Arbeit, so ist das beim Hobby. Was ist denn hier los, ey? Die Schrauben sind schön eingeschmiert mit Sicherungsmittel. Da gibt es an sich natürlich nichts zu sagen, aber ist, wenn ich hier so eine Problemschraube habe, auch scheiße. So, jetzt wird das hier fest so langsam. Mal gucken, dass ich das einmal so richtig reingewürcht kriege hier. Ich könnte natürlich auch die Tasche abschrauben, aber okay, da bin ich ja viel zu faul für. So. Ich euch einmal mit hier auf die Rundtour. Das heißt also nachher alles, was ihr von der Sissi Bar seht, wenn ihr die abgeschraubt habt, nicht abgeschraubt, abgenommen habt, die ist ja mit Schnellverschluss jetzt quasi, deswegen ja dieses Montagekit. Ja, das ist auch tatsächlich ja alles, was ihr davon seht, diese Hülsen sind relativ unauffällig, würde ich sagen. Also ich stelle euch jetzt mal hier so hin, schnapp mir mal die Sissi Bar und dann gucken wir mal, ob und wie die drauf geht. Weil ich sehe schon, hier sind einfach ja, so Haken dran wohl. Also denke ich mir erstmal mal runterschieben. Ja, wie mag die wohl stehen? So. Nochmal so zur Arretierung hier auch nochmal so ein Dingen. Gucken wir mal. Ich schieb die jetzt mal drauf. Hier und hier. Und hier und hier. Passt schon mal nicht. Auseinander. Das ist quasi zu eng. So, da müsst ihr gucken, dass das genau in dieser Hülse da hinten drin ist. War jetzt bei mir nicht. Und jetzt muss das irgendwie, wie sagen, Scheiße, das ist doch scheiße. Jetzt müsste das da so rein. Aber es will nicht.
So, nächster Versuch. Nächster Anlauf. Das passt. Das passt nicht so ganz. Das müsste was auseinander. Das müsste so. Das müsste so. Ein bisschen Gewicht drauf. Dann lässt sich das umlegen. Also geht alles noch ganz schön stramm. Ist ja auch Nägel new. Aber im Prinzip geht das. Jetzt ist das hier eingerastet. Wenn man von hinten guckt, kann man sehen, das passt schön in die Hülse rein. Ja, also, was soll ich euch sagen? Ach ja, abnehmen vielleicht noch. Komm, probieren wir mal eine Runde zusammen, ob wir das doch wieder abgenommen kriegen. Also hier die Arretierung hochziehen. Und dann in der Theorie, wahrscheinlich brauche ich jetzt zwei Mann dafür. Also, ich lasse es lieber. Hochziehen und dann müsste das so nach vorne geschwenkt werden, hier wieder. Oh ja, man merkt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir das ein bisschen leichtgängiger vorgestellt. Ich habe aber zum einen die Hoffnung, dass das noch leichtgängiger werden würde. Und zum anderen, naja, eigentlich will ich jetzt sowieso nicht abnehmen. Ne, Jungs, ich drücke das wieder fest. Man hört auch schön, wie das einrastet. Also wenn, dann würde ich das jetzt mit meinem Bro noch mal probieren. Mit zwei Mann wird das bestimmt besser gehen. Aber ich lasse das jetzt sowieso dran. Lasst euch noch mal hier dran teilhaben. An der Optik. Ja. Denken wir, sieht so ganz stimmig aus. Ich habe mich übrigens extra für die kurze kleine Variante entschieden. Die gibt es auch noch mal ein bisschen höher. Wollte nicht. Ja. Alles klar, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal an der Simme wieder mit dem RZT-Auspuff. Ansonsten Daumen nach oben, Abo und so weiter. Jungs, macht's gut. Ich hoffe, wir haben bald wieder schönes Wetter, dass ich auch mal eine Probefahrt machen kann hier. Und vielleicht sehen wir uns beim Muttervogel. Alles klar, Jungs. So, hier ist der Ausschalter. Ne? Macht's gut. Bis dann.